Hallo und herzlich willkommen bei Emmas Lieblingsstücke. Ich möchte euch gerne zeigen, wie ich diese kleinen Tannenbäumchen aus Gips und Wolle gemacht habe. Ich bin zwar ein bisschen spät dran für die Weihnachtsdeko, aber vielleicht fehlt euch ja noch was für die Tischdeko an Heiligabend. Viel Spaß! So, bevor Weihnachten jetzt nachher vorbei ist, gießen wir noch ganz, ganz schnell unsere kleinen Tannenbäumchen. Ich habe dafür jetzt hier so ein Stück Papier, ganz normales Druckerpapier. Meins ist jetzt A5 groß und das reicht halt für ein kleines Bäumchen von ungefähr 15 cm. Wir werden daraus jetzt einen Trichter formen, der dann nachher so aussieht. Also einfach so ein Hütchen. Wir brauchen dann auch direkt Tesafilm oder Kreppband oder irgendwas, womit man kleben kann. Also wir müssen nämlich hier direkt alle von diesen Kanten zukleben. Zum einen natürlich, damit die Form stabil bleibt und zum anderen, damit uns der Gips da nicht rauslaufen kann. Wenn ihr ein größeres Bäumchen machen möchtet, dann braucht ihr natürlich, klar, etwas größeres Papier und gegebenenfalls auch ein bisschen festeres Papier, weil halt durch diesen feuchten Gips fängt das Papier irgendwann an, sich zu wellen. Und dann haben wir vor allem an diesen sehr dicken Stellen unten halt diese kleinen Dellen, die da entstehen. Die kann man sehr, sehr gut mit Schleifpapier wegmachen, 120er oder 180er. Das geht ruckzuck damit, aber das ist im Grunde jetzt auch bei uns gar nicht wirklich wichtig, weil unser Tannenbäumchen ist ja eigentlich nur, oder unsere Form ist ja eigentlich nur ein Tannenbaumrohling. Der wird ja noch geschmückt und eingepackt oder dekoriert und von dem sieht man nachher nichts mehr. Also kann der ruhig Dellen haben, der muss nicht perfekt sein. Also das ist völlig, völlig egal. Ich habe jetzt hier also meinen Gips, das ist Elektriker-Gips, der einfach den Vorteil hat, dass er extrem schnell anzieht. Hat aber auch natürlich den Nachteil, dass er extrem schnell anzieht und wir uns ein bisschen beeilen müssen mit dem Gießen nachher. Aber ich hatte da jetzt noch keine wirklichen Probleme. Ja, ich habe hier dann noch das Schüsselchen und einen Löffel, da wird der Gips dann gleich angerührt und zwar mit Wasser. Und dann habe ich hier noch Sand und zwei Behälter. Ihr könnt auch einfach alte Gläser nehmen und dann wird hier unser Trichter hereingestellt und dann gieße ich das Ganze mit dem Sand auf, damit das schön fest steht und man das dann auch noch so ein bisschen gerade machen kann. Wäre natürlich ganz gut, wenn die Unterseite von dem Bäumchen nachher auch wirklich gerade ist. Aber auch das kann man halt sehr gut mit dem Schleifpapier noch ein bisschen ausbessern. Ach so, noch eine Sache habe ich. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass der Gips relativ schnell anzieht. Und wenn ihr diese Formen gießt, dann dauert das ungefähr, also je nachdem wie groß euer Bäumchen wird, dauert das ungefähr so eine Stunde, anderthalb würde ich jetzt mal sagen, bis der halt so hart ist, dass man ihn rausnehmen kann. Ich gieße meine Sachen meistens abends, dann können die halt noch anziehen oder antrocknen und dann nehme ich halt die Teile und lege sie auf ein Holzbrett und das Ganze auf die Heizung und dann kann es über Nacht komplett durchtrocknen und am nächsten Morgen kann man dann direkt weitermachen mit den Sachen. Finde ich immer am praktischsten, weil ansonsten bin ich auch wirklich zu ungeduldig für solche Geschichten. Okay, jetzt fangen wir erstmal an mit unserem Trichter. Diese Trichterform und ich, wir werden hundertprozentig niemals Freunde werden, aber okay, irgendwie kriegen wir das jetzt hin. Ich falte mir erstmal hier oben einfach so ein, also ich falte es nicht, sondern ich drücke mir hier oben einfach nochmal so eine Ecke zusammen. Und dann nehme ich mir hier mein Papier und drehe mir das einmal relativ feste ein. Jetzt ist die Spitze noch perfekt. Wenn ich jetzt gleich loslasse, wird es wahrscheinlich wieder alles verschwommen sein. Nein. Tatsächlich. Das sieht ganz gut aus. Also auch die Spitze vorne, das ist ja immer das Wichtigste, dass wir da nicht irgendwie so eine Spritztülle draus basteln, wo der Gips dann unten rauslaufen kann. Aber auch das kann man natürlich einfach mit, ich klebe da jetzt einfach mal so ein Stück Tesafilm drauf. So, und jetzt ist es nämlich fest.
Wenn da vorne die Spitze nicht ganz zu ist, dann ist das nicht so schlimm. Auch da kann man natürlich einfach ein bisschen, am besten Kreppband drum kleben dann von oben und das zumachen. So, ich bin begeistert, dass es sofort geklappt hat. So, ich werde jetzt hier noch diese ganzen Stellen noch zukleben. So, das reicht. Jetzt kann man sich natürlich die Form oben schon mal so ein bisschen gerade schneiden. Ja, okay, das ist jetzt alles andere als gerade. Das auch. Ich lasse das jetzt so. So sieht das jetzt aus. Und das reicht mir. So, jetzt geht es weiter mit der Form. Ich halte mir die jetzt einfach mal hier so in das Glas rein und schütte meinen Sand dazu. Okay, so sollte sie jetzt auch gerade sein. Und dann mischen wir jetzt mal unseren Gips an. Ich halte mich bei solchen Sachen ehrlich gesagt nie an irgendwelche Gebrauchsanweisungen oder Anleitungen. Ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl. Also egal, ob es jetzt beim Beton ist oder hier bei dem Gips. Weil niemand weiß ja, was ich für eine Konsistenz haben will. Also wenn jetzt ein Elektriker irgendeine Dose zuspachteln möchte, dann braucht er wahrscheinlich eine etwas andere Konsistenz als ich jetzt. So, das reicht jetzt auf jeden Fall für unser kleines Bäumchen. Und jetzt kommt das Wasser einfach dazu. Also ich weiß ja, Gips ist so eine Wissenschaft für sich. Also den soll man ja sumpfen lassen, dann darf man ihn nicht tot rühren und das funktioniert irgendwie alles nicht. Aber ich habe da ehrlich gesagt noch keine Probleme mit gehabt. Ich gebe jetzt einfach Wasser dazu und dann fange ich an, das Ganze vorsichtig halt zu mischen. Also ich rühre das jetzt nicht so schneebesenartig rum. Also ich kann mir vorstellen, dass da tatsächlich was dran ist. Also beim Kuchenteig sagt man ja auch, dass man ihn nicht tot rühren soll, weil er dann nachher nicht mehr aufgeht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht beim Gips auch so ist, dass er dann nachher einfach nicht mehr anzieht oder nicht mehr richtig hart wird. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt noch keine Probleme gehabt. Ich möchte jetzt hier eine möglichst joghurtartige Konsistenz haben. So, also ich finde, meine Konsistenz ist jetzt hier genau richtig. Also so ein bisschen wie so ein fester Joghurt. Und das werden wir jetzt zügig hier reinfüllen. So. Also man kann jetzt einfach mal so ganz vorsichtig ein bisschen klopfen, aber ich wäre vorsichtig und würde dem Papier nicht allzu viel zumuten jetzt. Ich lasse das jetzt erstmal antrocknen und dann schauen wir einfach nachher mal, wie lange das gedauert hat. Das kann ich euch dann auch noch sagen genau. Wir warten jetzt einfach mal und lassen das Ganze trocknen. Mein Bäumchen ist jetzt getrocknet und ich konnte ihn ungefähr nach einer Stunde, konnte ich das aus dem Sand rausholen und auf die Fensterbank oder beziehungsweise auf die Heizung legen zum Trocknen. Und ihr werdet sehen, wenn der Gips noch feucht ist, dann ist er halt eher grau. Oh, ich glaube, ich habe eine Unterlage. Und wenn er trocken ist, dann ist er halt wirklich weiß. Wir machen das Papier jetzt einfach mal hier ab.
Jetzt habe ich die Spitze abgebrochen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Gut. Also man sollte es vorsichtig auf jeden Fall auspacken. Ich klebe die jetzt gleich einfach wieder drauf. Ich muss es jetzt nur rauskriegen. Meine Spitze, die unverschämterweise abgebrochen ist, die habe ich jetzt einfach wieder festgeklebt. Also absolut kein Drama, wenn euch das passiert. Und hier ist zum Beispiel diese Kante, die ihr seht, das ist die Papierkante. Und wenn man sich jetzt einfach so ein bisschen 120er Schleifpapier nimmt, dann kann man das super wegmachen. Was ich jetzt mache, ich umwickel das Ganze mit diesem Garn hier. Das ist einfach so ein Wollweiß, das finde ich halt sehr schön. Und dann habe ich noch dieses Baumwollgarn, das hatte ich mir, das ist glaube ich so ein Packgarn, das hatte ich mir bei Depoma geholt. Und das wickle ich dann auch noch drum. Ich gehe jetzt einfach hier oben mit meinem Kleber einmal an diese Spitze dran und klebe mir mein Garn jetzt einfach mal hier so fest, also so Richtung Spitze hin. Ihr könnt das natürlich auch mit Heißkleber machen, dann geht es halt schneller, aber ich mache es jetzt mit einfach mit Alleskleber. So, und jetzt wickele ich das einfach nur vorsichtig hier oben. Also der Kleber ist jetzt noch ein bisschen feucht und jetzt kann ich das einfach hier oben so drum wickeln, das Garn. Und hier unten mache ich jetzt ein bisschen Kleber hin. Und jetzt kommt einfach hier mein zweiter Faden, also einfach hier oben so ein bisschen Kleber nochmal hingeben. Im Video hat ehrlich gesagt nicht alles so funktioniert, wie es sollte, aber so ist es irgendwie manchmal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dann lasst mir doch gerne einen Daumen da oder einen Kommentar oder abonniert einfach meinen Kanal. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und sage bis dahin.